Cora Schumacher, Jahre her, vielsagendes Statement zu Ralfs Sexualität aufgetaucht. In einem jetzt aufgetauchten Interview von Cora Schumacher aus dem Jahr 2007 spricht sie offen über Ralf Schumachers Sexualität. Aus heutiger Sicht überraschen ihre Worte jedoch. Cora Schumacher betont in altem Interview, wenn irgendwer bezeugen kann, dass Ralf alles andere als schwul ist, dann wohl ich. Ralf Schumacher, 49, hat vor wenigen Tagen seine Beziehung zu einem Mann öffentlich gemacht. Mit dem Franzosen Etienne ist er bereits seit 2 Jahren liiert. Sein Outing schlägt hohe Wellen. Der ehemalige Formel-1-Fahrer bekommt nicht nur von seinem Sohn David, 22, sondern auch von zahlreichen Promis Unterstützung. Giovanni Zarella, 46, nimmt dafür sogar Hassnachrichten in Kauf. Gerüchte um Ralfs Sexualität gibt es bereits seit Jahren. Auch als er noch mit Cora, 47, liiert war, hieß es, dass er auch Männer lieben würde. In einem jetzt aufgetauchten Bild-Interview aus dem Jahr 2007 reagierte die TV-Bekanntheit genervt auf die Gerüchte über ihren Mann. Mir geht das schon an die Nieren. Ich kann's einfach nicht mehr hören. Grinsend fügte Cora damals hinzu. Das sag ich jetzt einfach, wenn irgendwer bezeugen kann, dass Ralf alles andere als schwul ist, dann wohl ich. Der ist manchmal wie ein echter Schürzenjäger hinter mir her, mehr muss ich wohl nicht verraten. Auch Ralf selbst fand in dem Interview deutliche Worte, man muss ja vorsichtig sein, was man da sagt. Ich will ganz sicher niemanden diskriminieren. Aber diese schwulen Gerüchte empfinde ich einfach unverschämt meiner Frau und meiner Familie gegenüber. Das ist Schwachsinn und eine Beleidigung gegenüber Cora. 2020 soll sie in Oliver Bochers RTL-Show Bocher, gefährlich ehrlich dann erneut auf das Thema zu sprechen gekommen sein. Damals stellte sie klar, ich wollte einfach einmal was loswerden, was mir am Herzen liegt. Weil mir die ganzen dämlichen Sprüche einfach mal wirklich auf den Sack gehen. Ich sage es jetzt hier einmal in aller Deutlichkeit. Nein, der Ralf ist nicht schwul. Er fährt nur wie ein Mädchen. Außerdem kann er nicht einparken. Verwechselt Diesel und Benzin und weiß nicht, dass sein Auto auch einen zweiten Gang hat. Aber er ist definitiv nicht schwul. Machte Cora im Dschungelcamp Andeutung zu Ralfs Sexualität? 2 Jahre nach dem Paar-Interview haben Cora und Ralf Schumacher sich getrennt. Seitdem ist viel passiert. Anfangs hatten die beiden ein gutes Verhältnis, mittlerweile soll sich das jedoch geändert haben. Besonders deutlich wurde dies während Coras Dschungelcamp-Teilnahme Anfang 2024. Im Camp berichtete sie nicht nur unter Tränen, dass ihr Sohn David den Kontakt zu ihr abgebrochen habe, sondern packte auch über ihre Ehe mit Ralf aus. Ich habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher. Es gibt tausende verschiedene Gründe, warum man jemanden heiratet. Obwohl man nicht die große Liebe gefunden hat. Ich war immer ehrlich zu ihm. Andersrum eher nein, erzählte sie damals vielsagend im Gespräch mit ihren Mitcampern. Im Einzelgespräch erklärte Cora dann, sagen wir mal so, man wahrt die Persönlichkeitsrechte des jeweils anderen. Außerdem deutete sie an, dass sie weiter nichts zu dem Thema sagen dürfte, ich kann über einige Dinge nicht reden. Mir ist es die Sache einfach nicht mehr wert. Mein Sohn ist mir alles wert, aber der Rest nicht. Es macht keinen Sinn, darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Ob sie damit auf die Sexualität ihres Ex-Mannes angespielt hat? Unklar. Auch hat Cora sich bislang noch nicht zu Ralfs Beziehung geäußert. Verwendete Quellen, Bild, RTL.